FSI German Basic Course, Unit 22, Tape 2. Dialogue for Fluency continued. In Deutschland nicht. Um dort einen Führerschein zu erwerben, müsste sie eine Fahrschule besuchen, wo sie auch theoretischen Unterricht bekäme. In Deutschland nicht. Um dort einen Führerschein zu erwerben, müsste sie eine Fahrschule besuchen, wo sie auch theoretischen Unterricht bekäme. Na, die Verkehrszeichen könnte sie so gut wie ich ohne Fahrlehrer lernen. Und für die Verkehrsregeln dürfte es ja wohl eine Broschüre oder ähnliches geben. Na, die Verkehrszeichen könnte sie so gut wie ich ohne Fahrlehrer lernen. Und für die Verkehrsregeln dürfte es ja wohl eine Broschüre oder ähnliches geben. Das schon. In der Fahrschule würde man ihr aber auch die Arbeitsvorgänge im Motor erklären. Die Funktion der Zündkerzen, des Vergasers, der Lichtmaschine und ähnliches mehr. Das schon. In der Fahrschule würde man ihr aber auch die Arbeitsvorgänge im Motor erklären. Die Funktion der Zündkerzen, des Vergasers, der Lichtmaschine und ähnliches mehr. Wozu wäre das nötig, sofern man sein Auto nicht selbst reparieren wollte? Wozu wäre das nötig, sofern man sein Auto nicht selbst reparieren wollte? In der deutschen Fahrprüfung werden solche Kenntnisse vorausgesetzt. In der deutschen Fahrprüfung werden solche Kenntnisse vorausgesetzt. Three. Volltanken. Volltanken. Ja, bitte. Und prüfen Sie auch den Ölstand und die Batterie. Ja, bitte. Und prüfen Sie auch den Ölstand und die Batterie. Ich muss etwas Wasser im Kühler nachfüllen. Haben Sie genug Frostschutzmittel drin? Ich muss etwas Wasser im Kühler nachfüllen. Haben Sie genug Frostschutzmittel drin? Ich weiß nicht, könnten Sie das auch prüfen? Ich weiß nicht, könnten Sie das auch prüfen? Gern. Im Radio wurde angesagt, wir könnten heute Nacht mit 10 Grad unter Null rechnen. Gern. Im Radio wurde angesagt, wir könnten heute Nacht mit 10 Grad unter Null rechnen. Ich habe keine Ahnung, wie man das in Fahrenheit umrechnet, aber es klingt recht kalt. Ich habe keine Ahnung, wie man das in Fahrenheit umrechnet, aber es klingt recht kalt. Macht nichts. Ich habe schon geprüft.
Der Frostschutz sollte für diese Temperatur ausreichen. Macht nichts. Ich habe es schon geprüft. Der Frostschutz sollte für diese Temperatur ausreichen. Es sieht so aus, als ob der linke Hinterreifen etwas mehr Luft braucht. Es sieht so aus, als ob der linke Hinterreifen etwas mehr Luft braucht. Fahren Sie bitte dort drüben hin. Dort ist die Luftpumpe. Wie viel Reifendruck wollen Sie? Fahren Sie bitte dort drüben hin. Dort ist die Luftpumpe. Wie viel Reifendruck wollen Sie? In Amerika nehme ich 20 Pfund, aber vielleicht messen Sie den Luftdruck in Kilos. In Amerika nehme ich 20 Pfund, aber vielleicht messen Sie den Luftdruck in Kilos. Unsere Luftpumpen sind in Atü. Ich glaube, Sie wollen 1,2. Unsere Luftpumpen sind in Atü. Ich glaube, Sie wollen 1,2. Gut, dass Sie es wissen. Ich wäre auch dankbar, wenn Sie noch die Windschutzscheibe putzten. Gut, dass Sie es wissen. Ich wäre auch dankbar, wenn Sie noch die Windschutzscheibe putzten. Tue ich gern. Tue ich gern. Dialogue for Comprehension. 1. Man sagte mir, dass die Wagen in Deutschland Winker hätten. Das stimmt. Aber Wagen mit Blinkern sieht man auch überall. Wenn ich also meinen Wagen mitnehme, müsste ich keine Winker anbringen lassen. Keineswegs. Und wie ist es mit den Handzeichen? Ich gebe sie nur, wenn die Richtungsanzeiger nicht funktionierten. Und natürlich sollten auch diejenigen Handzeichen geben, die ohne Richtungsanzeiger fahren. Wie Motorradfahrer, Radfahrer und Leute auf dem Land, die mit Traktoren fahren und so weiter. Und was tun die Verkehrspolizisten? Dasselbe wie überall, sie schreiben gerne Strafzettel aus. Ich meinte, ob sie den Verkehr regeln. Natürlich, manchmal auch dort, wo es Verkehrsampeln gibt. 2. Ich hörte auch, die Verkehrszeichen und Schilder wären anders als unsere. Ja, sehr. In der Bundesrepublik wie in ganz Europa gelten die internationalen Verkehrszeichen. Glauben Sie, dass es einem Fahrer schwerfiele, ohne Kenntnis dieser Schilder zu fahren? Es wäre in jedem Fall nicht ratsam. Sie sollten sich mit der Straßenverkehrsordnung vertraut machen und mit den wichtigsten Verkehrszeichen wie Einbahnstraße, Vorfahrtsrecht, Höchstgeschwindigkeit, Parkverbot, Radfahrweg. Naja, das ließe sich ja sicher leicht lernen, wenn man ein Merkblatt mit all den Zeichen bekäme. Das sollte kein Problem sein. Noch eine Frage. Ich bekäme, sagte man mir, aufgrund meines amerikanischen Führerscheins den internationalen Führerschein. Ja, und mit dem dürften Sie überall in Europa fahren. Wie ist es aber mit meiner Frau, die nicht fahren kann? Dürfte ich ihr das Fahren beibringen? In Deutschland nicht. Um dort einen Führerschein zu erwerben, müsste sie eine Fahrschule besuchen, wo sie auch theoretischen Unterricht bekäme. Na, die Verkehrszeichen könnte sie so gut wie ich ohne Fahrlehrer lernen. Und für die Verkehrsregeln dürfte es ja wohl eine Broschüre oder ähnliches geben. Das schon. In der Fahrschule würde man ihr aber auch die Arbeitsvorgänge im Motor erklären. Die Funktion der Zündkerzen, des Vergasers, der Lichtmaschine und ähnliches mehr. Wozu wäre das nötig, sofern man sein Auto nicht selbst reparieren wollte? In der deutschen Fahrprüfung werden solche Kenntnisse vorausgesetzt. 3. Volltanken? Ja, bitte. Und prüfen Sie auch den Ölstand und die Batterie. Ich muss etwas Wasser im Kühler nachfüllen. Haben Sie genug Frostschutzmittel drin? Ich weiß nicht. Könnten Sie das auch prüfen? Gern. Im Radio wurde angesagt, wir könnten heute Nacht mit 10 Grad unter Null rechnen. Ich habe keine Ahnung, wie man das in Fahrenheit umrechnet, aber es klingt recht kalt. Macht nichts. Ich habe es schon geprüft. Der Frostschutz sollte für diese Temperatur ausreichen. Es sieht so aus, als ob der linke Hinterreifen etwas mehr Luft braucht. Fahren Sie bitte dort drüben hin. Dort ist die Luftpumpe.
Wie viel Reifendruck wollen Sie? In Amerika nehme ich 20 Pfund, aber vielleicht messen Sie den Luftdruck in Kilos. Unsere Luftpumpen sind in Atü. Ich glaube, Sie wollen 1,2. Gut, dass Sie es wissen. Ich wäre auch dankbar, wenn Sie noch die Windschutzscheibe putzten. Tue ich gern. Substitution Drill. One. Man sagte mir, dass die Wagen in Deutschland Winker hätten. Man sagte mir, dass die Motorradfahrer Handzeichen geben. Man sagte mir, dass die Richtungsanzeiger nicht funktionierten. Man sagte mir, dass dieser Polizist oft Strafzettel ausschriebe. Man sagte mir, dass er noch länger hier bliebe. Man sagte mir, dass er nicht gern Traktoren führe. Two. Wenn ich meinen Wagen mitnehme, müsste ich keinen Winker anbringen lassen. Wenn ich meinen Wagen mitnehme, möchte ich mir vorher den internationalen Führerschein besorgen. Wenn ich meinen Wagen mitnehme, brauchte ich nicht mit dem Zug zu fahren. Wenn ich meinen Wagen mitnehme, könnte meine Frau auch damit fahren. Wenn ich meinen Wagen mitnehme, brauchte ich in Deutschland keinen Wagen zu kaufen. Wenn ich meinen Wagen mitnehme, ließe ich vorher den Motor reparieren. Wenn ich meinen Wagen mitnehme, kaufte ich hier noch neue Reifen. Three. Er sagte mir, die Winker funktionierten nicht. Er sagte mir, einer der Blinker funktionierte nicht. Er sagte mir, diese Verkehrsampel funktionierte nicht. Er sagte mir, meine Richtungsanzeiger funktionierten nicht. Er sagte mir, der neue Traktor funktionierte nicht. Er sagte mir, die Lichtmaschine funktionierte nicht. Er sagte mir, der Motor funktionierte nicht. Er sagte mir, die Luftpumpe funktionierte nicht. Four. Ich dachte, der Tankwart prüfte den Reifendruck. Ich dachte, der Tankwart prüfte die Batterie. Ich dachte, der Tankwart prüfte den Ölstand. Ich dachte, der Tankwart prüfte den Luftdruck. Ich dachte, der Tankwart prüfte die Zündkerzen. Five. Er schrieb uns, es gäbe dort viele Radfahrwege.
Er schrieb uns, es gebe dort keine Einbahnstraßen. Er schrieb uns, es gebe dort kein Parkverbot. Er schrieb uns, es gebe dort wenige Verkehrsampeln. Er schrieb uns, es gebe dort gute Fahrschulen. Er schrieb uns, es gebe dort andere Richtungsanzeiger. Er schrieb uns, es gebe dort zu viele Verkehrszeichen. Er schrieb uns, es gebe dort zu viele Motorradfahrer. 6. Der Polizist erklärte ihr, sie hätte kein Vorfahrtsrecht. Der Polizist erklärte ihr, sie brauchte einen internationalen Führerschein. Der Polizist erklärte ihr, sie dürfte mit dem Fahrrad nur auf dem Radfahrweg fahren. Der Polizist erklärte ihr, sie sollte die Lichtmaschine reparieren lassen. Der Polizist erklärte ihr, sie müsste sich mit den Verkehrsregeln vertraut machen. Der Polizist erklärte ihr, ihr amerikanischer Führerschein gelte hier nicht. Der Polizist erklärte ihr, sie führe zu schnell. Der Polizist erklärte ihr, er müsste ihr einen Strafzettel ausschreiben. 7. Bliebe sie hier, führen wir in den Schwarzwald. Bliebe sie hier, liehe ich ihr meinen Wagen. Bliebe sie hier, lüde ich sie zu einer Reise ein. Bliebe sie hier, brächte ich ihr das Autofahren bei. Bliebe sie hier, ginge ich mit ihr zum Spezialisten. Bliebe sie hier, schwimme ich jeden Tag mit ihr. Bliebe sie hier, gebe ich ihr meine Tonbänder. Bliebe sie hier, riefe ich sie jeden Tag an. Bliebe sie hier, bearbeitete ich den Antrag gleich. Bliebe sie hier, behielte ich ihr Buch noch eine Woche. 8. Wenn ich nach Amerika führe, könnte ich bei Verwandten wohnen. Wenn ich nach Amerika führe, würde ich dort ein Auto kaufen. Wenn ich nach Amerika führe, würde ich mir leichte Sommeranzüge kaufen. Wenn ich nach Amerika führe, nehme ich meinen Wagen mit.
Wenn ich nach Amerika führe, besuchte ich Familie Massenhausen. Variation Drill 1. Man sagte mir, die Wagen in Deutschland hätten Winker. A. Sagten Sie nicht, es stünde heute in der Zeitung? B. Man hat mir gesagt, es ließe sich leicht lernen. C. Man sagte ihr, sie bekäme den Führerschein in ein paar Tagen. D. Man richtete ihm aus, er brauchte sich nicht mehr darum zu kümmern. E. Der Arzt sagte ihm, er sehe jetzt viel besser aus. F. Der Polizist sagte mir, ich führe zu schnell. 2. Ich hörte, die Deutschen arbeiteten sehr fleißig. A. Ich hörte auch, sie tränken nicht so viel Bier, wie man oft denkt. B. Aber dann sagte man mir, sie essen gern und viel. C. Ich hörte später, ihre Herzbeschwerden kämen davon. D. Der Arzt sagte, er empfehle Fruchtsäfte. E. Sie sagten, hörte ich, ich würde zu dick. 3. Die Sekretärin sagte, der Botschafter dächte ganz anders darüber. A. Herr Allen erklärte, es täte ihm leid, es wäre sein letzter Abend in Berlin. B. In der Zeitung stand, der Minister nehme an der Konferenz in Finnland teil. C. Der Präsident behauptete, sein Kollege bliebe bei seinem Standpunkt. D. Die Sekretärin teilte uns mit, der Konsul lese morgen die Anträge. E. Dr. Huber erzählte mir, er treffe heute seinen alten Freund in der Stadt. Four. Wenn ich meinen Wagen nicht mitnehme, müsste ich drüben einen neuen kaufen. A. Wenn Herr Ellen keine neuen Reifen kaufte, blieb er eines Tages mit einer Reifenpanne liegen. B. Wenn der Verkehrspolizist den Verkehr nicht regelte, käme man hier nicht weiter. C. Wenn er die Verkehrszeichen nicht lernte, täte es mir leid. D. Wenn ich keine Handzeichen gebe, schriebe mir der Polizist einen Strafzettel aus. E.
Wenn Frau Allen die Fahrschule nicht besuchte, bekäme sie keinen Führerschein. End of tape 2. Variation drills continued on tape 3.